Start in Buenos Aires, Ziel La Valle, ein kleines Dorf im Zentrum Argentiniens. Das rollende Kinderkrankenhaus erreicht auch abgelegene Regionen des südamerikanischen Landes, in denen es weit und breit keinen Arzt gibt. An Bord sind Behandlungsräume, Röntgengeräte, Labors. Auch ein Zahnarzt hat hier seine Praxis. 11 Fachärzte sorgen für optimale Betreuung der kleinen Patienten. Außer Behandlungen bieten wir auch Vorsorge an und sprechen mit den Eltern. Wir reden über richtige Ernährung und Hygiene und über bestimmte Krankheiten, von denen die Kinder befallen werden können. So können sie bei sich zu Hause vorbeugen. In 3 Waggons bieten die fahrenden Mediziner ihre Dienste an. Die Behandlung ist kostenlos in einem Land, in dem 12 von 1000 Kindern frühzeitig sterben. Seit 30 Jahren rollt der Zug durch Argentinien. 6-mal im Jahr besucht er jeweils mehr als 2000 Kinder. Ich hatte einen bösen Zahn und sie haben ihn mir rausgemacht. Hier wird man empfangen und bekommt alles, was man braucht, auch Medikamente. Manchmal haben die Leute nicht genug Geld, um sich Arznei zu kaufen. Hier bekommen sie welche. Das nächstgelegene Krankenhaus ist 50 Kilometer weit weg. Für viele Familien eine kaum überbrückbare Distanz. Und manchmal bekommen die Bewohner von La Valle den Mangel an ärztlicher Versorgung schmerzlich zu spüren. Im September starb ein 11-Jähriger an Leukämie. Die Krankheit wurde zu spät entdeckt. Wenn der Zug hier gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Sie hätten ihn untersucht und der Zug hätte den Transport ins Krankenhaus nach Buenos Aires bezahlt. Doch ihr Einsatz hält auch positive Überraschungen für die Helfer bereit. Wir schauen in viele absolut gesunde Münder. Wenig gepflegt, aber gesund. Das hat mit der Ernährung zu tun. Die Leute hier essen nicht so viel Künstliches wie in der Hauptstadt. Weniger Limonaden und Süßigkeiten. Die Sprechstunde dauert bis zum Abend. 514 Kinder behandeln die fahrenden Helfer, bevor sie im Krankenhauszug zu den nächsten Patienten weiterrollen.